Ich glaube nicht, dass mein Mobs bei 1 Minute 18 zu sehen ist bei dem Video, was gerade gepostet wurde. Eigentlich muss man echt nur wissen, welche Ressourcen man braucht, dann kauft man die einfach die ganze Zeit auf. Nächstes Jahr brauchst du deine eigene Bühne? Nein. Werde ich auch nächstes Jahr nicht brauchen. Ich glaube nicht, dass sich das so weit entwickelt. Ich glaube, dafür bin ich einfach zu normal. Aber wer weiß, was das ganze Jahr passiert, ne? Ja, Gronkh spielt ja absichtlich so langsam. Deshalb gucken das ja viele. Ich glaube, bei Gronkh hat sie einfach so eine gewisse... Du musst ja eine gewisse Community-Größe mal erreichen. Und ab einer gewissen Größe lebst du die Community ein bisschen für sich mit. Also du kannst trotzdem irgendwo scheiße sein, aber die Leute kennen sich so ein bisschen untereinander und posten dann ihren Kram, wie zum Beispiel, ja, was wäre ein Fall? Gronkh SimCity Let's Play oder City Skyline irgendwo, wo er jedes Mal denselben Fehler macht und die Leute dann trotzdem sagen, ach, sei dir verziehen. Du kleines Kartoffelschnittchen. So, ich versuche meinen Plutoniumvorrat jetzt hier aufzufüllen auf dem Planeten. Weil wenn ich den nur einkaufe, wird mir das nicht viel bringen. Und vielleicht bringen wir auch ein bisschen Zink noch mit. Urine, exotisch. Zing. Ja, ich bin auch hier, um das aufzufüllen. Puh, lohnt sich das Spiel? Nur wenn du wirklich der absolute geilste Typ bist, der Sachen entdecken will. Ansonsten ist No Man's Sky nichts für dich. So wie es für mich eigentlich auch insgesamt nichts ist, weil ich brauche ein bisschen mehr Sinn hinter einem Spiel. Schon wieder fallen gelassene Frames. Ist abgestürzte Technologie. Steinwein ist ein lieber Typ. Den habe ich ja kennengelernt. Kann man nichts Negatives zu sagen. Macht halt noch mehr Historik wie, wie der Günni, der Günther Shadow. Ist halt immer eine Geschmacksfrage. Ich bin historisch vielleicht nicht immer so gut vorbereitet, aber spielerisch recht fit. Ja, noch mehr sinnlose Sachen. Strahlungsschutz nimmt ab.
Da ist der Eingang zur Höhle. Die Zunge eines Mods ist extrem. Das kann sein, dass durch Fehlzucht eine sehr große Zunge entsteht, ja. Aber generell hat ein Mops eine Zunge wie jeder andere Hund auch. Juhu, auf ins Plutonium! Ich weiß noch nicht, warum hier unten keine Strahlung ist. Da hinten sollte noch ein großes Plutonium-Vorkommen sein. Ein paar kohlenstoffartige Pflanzen wären auch nicht schlecht. Ja, sehr schön. Das bringt uns ein ganzes Stück weiter. Ich will proofen, aber stream tot überall. Moment. So, kurzes Spielbreakchen. So, der Stream ist back live. Ich habe schon mal die Antimaterie-Dinger fertig gemacht und auf YouTube wird das dann hier gerade eine neue Folge sein, aber kennt ihr ja. Da ich so manche Breaks im Stream dann benutze, um hier wieder reinzukommen. Ich versuche gerade relativ viel Antimaterie-Feld zu kriegen. Wobei, die Warp-Zellen müssen wir nachher im Weltraum noch fertig machen. So, jetzt mangelt es schon wieder an Zink. Das ist okay. Ja, verdammt, ich habe das Tarium rüber gemacht. Und das Murin ist ja hier so ein seltenes Element. Was kostet irgendwie je Unit 302? Das ist von den Pflanzen, die man hier findet. So, du rüber. Mal eben schauen. Man findet mich bestimmt noch mehr Plutonium hier. Ach, oh. Was ist das dazwischen? Egal. Ich fress alles in mich rein. Gold, egal, verkaufen wir dann. Unterirdisch kannst einfach so geil die Sachen holen, das ist Hammer. Wenn du auf die richtigen Mineralien stoßt. Also Plutonium kriegst du ja immer dann so. Aber alles andere. Auch jetzt mit dem Gold, wie ich es nicht brauche, kann ich es immerhin verkaufen. Aber mir hat vorhin einer gesagt, wenn man den besseren Warp-Antrieb hat, dann wäre Gold wichtig, weil man dann die den Treibstoff dafür, glaube ich, damit herstellt. Oder man stellt vielleicht den Warp-Antrieb damit her. Ich weiß es gerade nicht. Dann ist auch noch Plutonium. Das ist vor allem wieder eine Höhle, wo ich am Ende stehen werde und nicht mehr weiß, wo ich rauskomme. Tja, so viel dazu.
Jetzt hätte man so geile Sachen machen können. Zum Beispiel so eine automatische Drohne, wie bei dem einen, wie bei der Alien-Vorgeschichte, die man dann starten lässt, die einen wieder zum Ausgang führt. Das wäre mein Element, wo die Leute gesagt haben, geil. Und die baut man sich dann auch noch zusammen. Ich bin verloren. Ja, super, noch mehr Ressourcen. Ich glaube, Gold geht noch ein bisschen in mein Inventar rein. Dann halt so. Jetzt habe ich die Brille schon kaputt gemacht auf dem Schiff. Geht's da vorne vielleicht raus? Ich habe dieses Gefühl von Gefangensein. Ein bisschen klaustrophobisch. Ich sehe gerade wieder, dass der Stream wieder weg ist. Angeblich oder auch nicht. Schwierig. Wir machen also gleich mal Feierabend. Komm, zeig mir den Ausgang. Das ist immer die Kacke. Ich gehe immer in die Höhen rein durch irgendein scheiß Loch. Und dann bin ich hier unten. So, hier waren wir auf jeden Fall. Ich weiß nicht, von welcher Richtung ich kam. Nicht von der Richtung des Schiffs auf jeden Fall. Da, da ist Himmel! Freiheit! Freedom! Das ist sogar genau der Punkt, wo wir reingelaufen sind. So, ich wollte nochmal schnell ins Schiff, weil es läuft immer noch nicht so, wie es laufen sollte. Deshalb muss ich mal kurz nochmal einen Cut machen. Leider jetzt nur auf YouTube gerade vertreten. Tut mir sehr leid. Aber irgendwie scheint es mit dem Multistreaming gerade nicht so gut zu funktionieren. Deshalb versuche ich jetzt so die letzten Minuten effektiv auf YouTube irgendwas hinzukriegen. Und hoffe, dass es morgen, wenn wir den Stream haben vom Deus Ex, dass es dann wieder besser läuft.
Tut mir sehr leid. Aber jetzt habe ich zum Beispiel auch keinen einzigen Frame-Drop mehr gerade. Danke, Jordel, für deinen Support, dass du... Du hast mich groß gemacht! Make this dream great again! Wieder niemand hier. Das werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Erstmal die ganzen Relikte verkaufen, die wir so gefunden haben. Dann haben wir auch den Platz, um die Sachen zu bauen. So, den Goldüberschuss können wir auch verkaufen. Und mal eben schauen, wenn die nämlich Zink haben, dann kaufe ich den auch. Stream ist nicht vorbei. So. Oh. Wirklich, es fehlt Iridium. Das Schiff ist pink. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit nur einkaufen und rumfliegen... Okay, jetzt fehlt Zink. Und dann werden wir mal unsere ganzen Sprünge noch machen, die wir offen haben. Verlängerung wegen vieler Ausfälle. Das überlege ich mir gleich, aber normalerweise habe ich keine Zeit zum Verlängern. Lustigerweise arbeite ich heute Nacht noch. Nämlich auf diesem USB-Stick. Wo Dr. Proof draufsteht, sind alle meine Aufnahmen, die ich von der Gamescom habe. Jedenfalls Spielaufnahmen. Es ist sehr viel Macht in diesem Stick. Jetzt brauchen wir nur noch den Scheiß, den wir aus den Asteroiden holen können. Text, Text, erster, wer, was, wo, warum. Lohnt sich das Spiel eigentlich? Kommt drauf an, ob du wirklich glaubst, dass irgendwann jemand dein System finden wird und es dann sagt, oh geil, hier hat mal XY gehaust. Oh, plötzlich klappt sogar mal mein Booster wieder. Es ist halt einfach suchen, suchen, suchen. Ein paar Geheimnisse aufdecken, mit den Viechern reden, die Meilensteine erfüllen. Das könnte man natürlich auch noch machen. Da 100% irgendwie hinkriegen. Aber sonst hat man nichts zu tun. Und wenn man mal so in die Meilensteine reinguckt bei der Reise. Abenteurer habe ich schon 10. Ains getroffen. Müsste ich noch 6 haben, dann habe ich auch 10. Bubblefish, also ich habe schon so viele Wörter gelernt, dass der höchste Meilenstein erreicht ist.
Das mit dem Tycoon mit Geld verdienen bin ich auch ein Meilenstein vor Ende. Raumschiff zerstören, fehlt natürlich noch einiges. Wächter zerstören, nicht mehr. Hoffnungsvoll, extremes Überleben. 0,3 soll es unter extremen Bedingungen überlebt. Also such mir einen Planeten mit extremen Bedingungen und bleib da einfach drauf, oder was? Und alle Spezies erforschen. Das wird wahrscheinlich am längsten dauern, weil du bestimmt 10 Planeten komplett erforschen musst, um letztendlich da diesen Maximalmeilenstein zu kriegen. Und dann hast du, glaube ich, Meilensteine insgesamt 100, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nee, 9. Dann hast du 90 am Ende. Und dann hast du eigentlich alles geschafft, was du schaffen konntest. Also so würde ich das sehen. Ich bin Vollzeit-Videojournalist, sag ich mal. Weil gerade gefragt wurde, ob ich Vollzeit-YouTuber bin. Aber Vollzeit-YouTuber. Ich habe eine Festanstellung als Videojournalist. Und das ist eigentlich dasselbe, was ich auf YouTube mache. Deshalb ist das, ja. Ich lebe davon. Irgendwie. Hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht. Hätte mein ehemaliger Chef auch nicht gedacht. Okay, und die Frage war ernst gemeint. Welche Frage? Ob sich das Spiel lohnt? Ich habe ja gerade gesagt, was seine einzigen Ziele eigentlich sind. Also wenn jemand bist, der sich gerne an 8000 Kreaturen erfreut, die jetzt manchmal lieber tot als lebendig wären, ich kann es nur immer wieder wiederholen, dann ist das genau dein Spiel. Also du musst halt wirklich diesen Entdeckerdrang haben. Ich habe zurzeit nur diesen, lass uns doch in den Mittelpunkt des Universums hüpfen. Und da einfach glücklich werden. Dafür versuche ich gerade die Rohstoffe zu sammeln, um hier noch weitere Warpzellen herzustellen. So, der ist schon mal voll. Ich habe vorher den Booster nie benutzt, ne? Mir fällt gerade auf, jetzt habe ich eine hohe CPU-Auslastung links, weil es auf YouTube auch mit 60 FPS streamt, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Elite Dangerous hat eine ganz andere Richtung. Also, ob man jetzt Elite Dangerous spielt oder hier letztendlich No Man's Sky, sind halt zwei total unterschiedliche Spiele. No Man's Sky hat einfach sein Schwerpunkt auf das Erforschen. Während Elite Dangerous wirklich so seinen Schwerpunkt darauf hat, sein Schiff zu verbessern irgendwie. Also das ist eigentlich die Motivation, die uns da vorantreibt. Während das hier Schiff verbessern, Ausrüstung verbessern, gilt ja auch nur dem Ziel, dass man irgendwie eine gewisse Vereinfachung hat. Aber macht halt nicht geil. Auch das Crafting macht einen nicht geil.